Hallo und herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 21.07. Ja, schauen wir mal, was haben wir denn heute? Worum geht es heute? Um die Eulen. Das kann zum einen schon auch Verliebtheit sein. Ja, aber zum anderen vielleicht auch Stress, Hektik, Aufregung, ja, Botschaften, die hineinkommen. Ja, die vielleicht auch ein bisschen für Unruhe sorgen. Ja, vielleicht gibt es heute aber eben auch etwas zu erledigen, ne, was Unruhe bereitet, ne, Konzentration erfordert. Ne, und das ist gleichzeitig mit den Eulen eben verbunden. Ja, bleib konzentriert auf das Wesentliche. Ja. Lass dich nicht irre machen, mach dich nicht selber irre, auch nicht von Hineingerede oder irgendwelchen Klatsch und Tratsch und ja, fahriger Energie. Na, schauen wir mal. Der Herrscher, ja. Ja, heute haben wir den Herrscher ja mit dabei, den hatten wir letzte Woche auch schon mit. Na, aber als unterliegende Karte, jetzt taucht er hier nochmal ganz konkret auf. Ja. Beherrsche das Chaos, die Hektik, ja. Bleib du selber einfach in dem, was ansteht heute. Es scheinen verschiedenste Sachen zu sein, die sich so ein bisschen in Atem halten oder eben auch eine Sache, die dich sehr in Atem hält. Bleib du ganz ruhig und gelassen, falls das eine Energie, die Energie ist, die auf dich selber zutrifft, ja. Ja, herrsche. Sorge selbst für Ordnung, Struktur, ja, Stabilität, ne, ja, geh in Selbstverantwortung, in weise Selbstverantwortung. Ne, es sind hier bewusst auch die Eulen dargestellt, eben nicht die Vögel allgemein, ne, denn ja, die haben den Durchblick eben gerade auch, ne, in der Dunkelheit, in der Finsternis, in der Undefinierbarkeit, ne, Ungewissheit. Ja. Geh da einfach auch bewusst, selbstbewusst voran und ja, werde aktiv. Ja. Kann auch sein, dass eben ein Herrscher heute so ein bisschen für Stress sorgt. Ne? Das kann vielleicht ein Vorgesetzter sein oder irgendwie Behörden, ja, vielleicht dein Vater auch, ja. Ja, es kann natürlich auch ein Herzensmensch sein, ein Gegenüber, Gegenüber auf Augenhöhe, na, mit dem du schon verbunden bist oder ja, der sich jetzt gezeigt hat, mit denen du ins Kennenlernen gehst. Ne? Wir hatten gestern die Stärke dabei, ne? Sich mutig dem Kennenlernen einfach auch zu stellen. Ja, ja, kann sein, dass das hier so ein bisschen für ja, wohlige Flatterhaftigkeit sorgt, ne? Für Aufregung, Unruhe, aber vielleicht auch, ne, eben durchaus auch für Stress, ne? Gibt es heute hier vielleicht so ein bisschen strittige Energie oder es gehen auch sehr viele Nachrichten, schnelle Nachrichten hin und her, vielleicht auch sehr viel Verliebtheit. Ne? Ja, naja, ja, so sieht das aus. Verbunden mit Witter, vielleicht spielt das eine Rolle für dich. Explore your options. It's time to look at other possibilities. It's a good time to make changes. Ja. Erfahre deine Möglichkeiten. Ja, erlebe sie. Na, also, komm raus aus der Defensive. Ja, stürz dich ins Abenteuer sozusagen. Beziehungsweise geh die Erkundung deiner Möglichkeiten an. Na, hier hatten wir es. Exciting, spannende Möglichkeiten kommen zu dir. Ja, es ist Zeit, nach anderen Möglichkeiten Ausschau zu halten. Es ist eine gute Zeit, um Veränderungen
zu wagen, ja, vorzunehmen. Ja, vielleicht sorgst du heute auch in deinem, falls es jetzt auf dich selber auch zutrifft, in deinem engeren Rahmen oder ne, in dem, was dich betrifft, sei es nun Job oder häusliches Umfeld, Familie, Partnerschaft, sorgst du selber immer auch für Veränderungen. Ne? Du hast vielleicht schon gespürt, also das und das ist dran. Ne? Vorausgehend ist ja, wie gesagt, die Herrscherin, die wir ja gestern bei der Kraftkarte sozusagen mit dabei hatten. Hast du dir vielleicht auch Pläne gemacht? Hast dir Sachen vorgenommen? Heute ist eine wunderbare Energie, um das anzugehen. Ja? Was du dir vorgenommen hast, die Veränderungen, ja, die du dir vorgenommen hast. Ja, dann ne, hab auch eine gesegnete Zeit dafür. Wundervolle Entdeckungen und ja, erleben, dass es wohltut. Ne? Gerade auch, wenn du deine Sachen selbst angehst. Aber ja, natürlich auch stürzt dich so ein bisschen ins Abenteuer. Ne? Gerade wenn du spürst, da lockt eine, ja, eine Möglichkeit oder ein Kennenlernen, ein Gegenüber auf Augenhöhe, ja, dann wage dich einfach auch nicht nur kennenzulernen, sondern ja, auch wirklich in ein Erlebnis miteinander zu kommen, ins Leben miteinander zu kommen, ja. Ja, eine gesegnete Zeit, alles Liebe dafür und bis ganz bald, deine Tara von Tarot Rainbow.